Leipzig lehnt jede Form des politischen Extremismus ab. Das ist ein Ergebnis unseres Änderungsantrages, der heute in Textform von einer großen Mehrheit des Leipziger Stadtrates auch so angenommen wurde. Für uns als christlich-demokratische Union ist es wichtig, dass jede Form des Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, politischer Extremismus, von den Gemeinsamkeiten der Demokraten verurteilt wird. Wir wollen nicht, dass Gewalt in irgendeiner Form gegeneinander aufgerichtet wird. Gewalt hat keine Legitimation in der politischen Auseinandersetzung. Unser Ziel war und ist es, zusammenzuführen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet. Dazu gehört das klare Bekenntnis, dass weder Rechtsextremismus noch Linksextremismus einen Platz in der Mitte der Leipziger Gesellschaft hat.